Die Bee Gees, Kultgruppe seit den 60er Jahren. Eigentlich hießen sie Brüder Gibb, Brothers Gibb. Daraus wurde schnell die Abkürzung Bee Gees. Sie machten Saturday Night Fever salonfähig. Vier Brüder waren es ja einmal. Ende der 80er starb dann Andy Gibb, offiziell wegen Drogenmissbrauchs. Ja, und vor zwei Wochen nun starb Morris Gibb. Alle Konzerte sind natürlich abgesagt. Die Bee Gees gibt es nicht mehr. Aber Robin Gibb ist heute trotz allem in Hamburg. Sein erster Termin seit dem Tod des Zwillingsbruders. Dieter Vogt. Er ist überraschend über den Atlantik nach Hamburg gekommen. Und klammheimlich hat er sich hier im Atlantik Hotel einquartiert. Robin Gibb trauert noch um seinen Bruder Maurice, der vor ein paar Tagen überraschend gestorben ist. Trotzdem, das Leben geht weiter. Ich habe ein neues Album rausgebracht, Titel Magnet. Jetzt bin ich auf Promotion-Tour und Hamburg liebe ich immer wieder aufs Neue. Viel Platz hatte er vor einer halben Stunde bei Oldie 95 und Radio Hamburg nicht. Der Tod seines Bruders, die Ankündigung, dass es jetzt die Bee Gees nicht mehr geben wird und sein neues Album sorgten für riesigen Wirbel. Eigentlich waren auch noch viele andere Auftritte geplant vor dem heutigen Tag. Nur nach dem Tod von Maurice hat Robin Gibb alle Auftritte abgesagt weltweit und hat gesagt, ab dem 24. stehe ich für meine Fans wieder zur Verfügung. Und somit ist der Auftritt hier jetzt bei Oldie 95 und bei Radio Hamburg der allererste weltweit. Im Sender waren jetzt alle am Rotieren, die Drähte liefen heiß, Fans wollten Mitarbeiter mit Champagnerflaschen bestechen, um live Robin Gibb zu sehen und zu hören. Ein Fan hatte Glück, auf ganz legalem Weg. Oh, Sabine, ich grüße Norderstedt. Warum rufen Sie mich an hier? Ja, ich habe eben Juliet gehört von Robin Gibb. Mhm. Und ich zitter am ganzen Körper. Und ich hoffe jetzt, dass es klappt mit Freitag. Jetzt muss ich Sie leider enttäuschen. Nein. Doch. Sie müssen nämlich alle Termine für Freitag absagen. Sie haben einen ganz wichtigen Termin mit Robin Gibb. Oh Gott, jetzt muss ich. Nein, ich muss jetzt ganz ruhig sein. Erst ein Schrei, dann Stille und anschließend schwebt Sabine Palitzer auf Wolke 7. To me, don't ever let me find you gone. Gestatte, bring a tear to me. Fast ein ganzes Jahr ist sie nun schon Bee Gees-Fan. Mit 12 das erste Mal im Bee Gees-Konzert. Erste Reihe für 5 Mark. Ich schaute zu Barry hoch und er schaute wirklich zu mir runter. Und ich hob meine Hand, winkte ihm zu. Er winkte zurück und seitdem bin ich der verrückteste Fan der Bee Gees. So verrückt, dass sie Barry mit ins Bett nahm. Ich hatte nicht nur ein Klappbett, sondern ich hatte auch Barry Gibb in Lebensgröße in meinem Bett liegen als Bravo-Starschnitt. Das sammelte man früher jede Woche und das war für mich das Größte, jeden Abend mit Barry Gibb einzuschlafen. Und davon hat sie immer geträumt. Einmal im Studio stehen und mit ihnen zusammen zu singen. Heute mit 48 war sie schon ganz nah dran.